Am heißesten Tag der Woche oder am heißesten Tag des Jahres bisher habe ich mich für Sie auf die Suche begeben nach den schattigsten und kühlsten Plätzen hier in Güstrow. Ja, und da schoss mir natürlich gleich der wunderbar kühlende Laubengang im Schlossgarten ein und den teste ich jetzt mal, ob der schon für Abkühlung genug sorgt. Also für richtig Abkühlung sorgt dieser Laubengang noch nicht. Ich glaube, da muss ich dann doch nach kühlerem suchen. Vielleicht ist ja der Inselsee das Richtige, aber da brauche ich Sonnenschutz. Und aber eins habe ich noch gefunden hier, ein richtiges schattiges Plätzchen. Ja, Mensch! Ach. Aber auch das sorgt nicht richtig für Abkühlung. Ja, auf dem Weg zum optimalen Sonnenschutz habe ich hier in den Güstrower Waldanlagen nochmal eine kleine Oase gefunden mit ja, wunderschönen Sonnenschirmen und Liegestühlen. Aber das ist natürlich keine richtige Seeatmosphäre und da will ich ja hin. Aber was wir brauchen, ist eben der richtige Sonnenschutz und da gehen wir jetzt mal in die erstgelegenste Apotheke. Ja, meiner ist mein Name von Güstrow TV. Ich bin auf dem Weg zum Inselsee bei so einem heißen Tag und brauche eigentlich noch ja, Sonnenschutz. Das jetzt, ist bei uns richtig. Okay, jetzt ist natürlich meine Frage, ich wirklich absoluter Laie und bin auch nicht wirklich oft am Strand. Was muss ich denn bei einem Sonnenschutz wirklich beachten? Gibt es gewisse Inhaltsstoffe, die wirklich für mich wichtig sind? Das Wichtigste ist natürlich, dass wir einen UVA und UVB-Schutz in dem Sonnenschutz haben, den wir uns kaufen. Wichtig ist natürlich, dass man weiß, wie viel Eigenschutzzeit man selber hat, was ist man für ein Hauttyp und was sagt eigentlich der Lichtschutzfaktor aus, der auf den Flaschen steht. Man denkt immer, 50 ist gleich, ich darf jetzt den ganzen Tag in der Sonne liegen, das stimmt natürlich nicht. Genau. Da komme ich gleich drauf. Ich bin ja eigentlich der Mischtyp. Ich habe ja gelernt, so 15 Minuten davon ungeschützt in der Sonne bleiben und ist jetzt der Lichtschutzfaktor A wirklich Intensität vor Sonneneinstrahlung der Schutz oder ist es wirklich ein Zeitfaktor? Es ist ein Zeitfaktor. Okay. Man muss seine Eigenschutzzeit mit dem Faktor, der auf der Flasche steht, den multipliziert man und dann weiß man die Minutenanzahl, die man trotz Sonnenschutz pro Tag in der Sonne verbleiben darf. Wichtig ist, was viele falsch machen, man muss ausreichend Sonnenschutz auftragen. Das heißt, mindestens pro Auftragung, also mindestens 4 Esslöffel Sonnenschutzmittel. Ansonsten reicht das nicht. Für den ganzen Körper? Für den ganzen Körper, weil sonst ist es einfach zu wenig und das verringert die Zeit um ca. 50%. Das klingt ja schon nach wie so einem Rezept, ne? Also 4 Esslöffel Sonnenschutz. Okay. So kann man sich das ungefähr merken. Okay. Ne? Jetzt ist für mich noch die Frage, ich will ja auch baden gehen, also direkt ins Wasser. Ja. Ist dann so ein Sonnenschutz immer gleich wasserfest oder gibt es da auch Unterschiede? Es wird immer deklariert auf den Flaschen, ob es wasserfest ist oder nicht. Ne? Das steht auch drauf auf den Produkten. Gibt natürlich da auch verschiedene Verhaltensweisen. Man sagt aber, so ein wasserfester Sonnenschutz hält so ungefähr 20 Minuten. Wenn man sich 20 Minuten aktiv im Wasser bewegt, hält es an, danach trotzdem wieder schmieren. Das ist erstmal fachkompetente Beratung. Sie haben hier wunderbar mich nochmal vorbereitet. Ich kaufe jetzt schnell entsprechend den richtigen Sonnenschutz für mich. Dann mal die Frage, wie bekomme ich denn meinen Eigenschutz, also mein Zeitfenster eigentlich heraus? Es gibt im Internet diverse Tabellen, in denen man einfach gucken kann, in welchen Hauttyp entspreche ich. Bin ich hier sehr blond, habe ich circa eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten. Bin ich ein sehr dunkler Hauttyp, dann habe ich eine dementsprechende Eigenschutzzeit von 20 bis 30 Minuten. So mittlerer Hauttyp sagt man so 20 bis 35 Minuten ist so die Eigenschutzzeit. Okay, ich rechne kurz nach, kaufe dann Sonnenschutz und dann sehen wir uns gleich wieder am Inselsee. Ja, Sie haben es gesehen, heiße Temperaturen im Auto trotz Klimaanlage. Und bevor ich in die Fluten springe, brauche ich auch eine kleine Abkühlung. Das bringt mich zum Thema Eis oder Getränke. Ja, Herr Bosso, Sie leiten hier das Strandhaus am Inselsee. Was nimmt denn der Gast in der heutigen Zeit? Eher Standard, Vanille, Schoko, Erdbeer oder gibt es tatsächlich andere Trend-Eissorten? Nee, der Trend ist mittlerweile schon zu anderen Sorten gegangen. Wir bieten neben den Schoko, Vanille, Erdbeer, was so das Klassische eigentlich ist, auch viele andere Fruchtsorten an. Also zwischen Mango, Kiwi, Zitrone. Oder so ein Joghurt-Rote-Grütze-Eis ist mittlerweile sehr, sehr gut im Trend. Gerade diese laktosefreie Schiene, was es mittlerweile immer mehr im Kommen ist, was die Leute immer mehr verlangen.
Da haben wir dann auch unsere vier Sorten zwischen Mango, Kiwi, Erdbeer und Zitrone, was auch sehr, sehr gefragt ist. Das klingt ja auch wirklich trendig. Und dann heißt es ja, je Stunde ein, zwei Gläser Wasser trinken. Ist es denn so, dass der Badegast hier bei Ihnen mehr zum Eis greift oder gehen auch tatsächlich dann mehr Getränke? Nee, beides, beides. Also Eis, klar, bei dieser Hitze ist Eis immer ein guter Renner, aber Getränke zwischen Softgetränke, Cola, Fanta, läuft alles, Wasser natürlich auch, aber auch mal so ein kühles Bierchen oder ein Alster, ne? Das geht natürlich auch. Das war mir jetzt schon immens den Mund wässrig, aber apropos Wasser, Mainzel ist und bleibt an der Inselsee. Herr Postel, ich danke Ihnen, hol mir schnell ein Eis und dann geht's in die Fluten. Damit ich nicht untergehe wie eine Bleiente auf Grund, hole ich mir nochmal sichere Tipps von der Rettungsschwimmerin Nele. Aber auch gerade bei den Temperaturen. Ich glaube, dies Jahr keine Wespenstiche. Die Leute brauchen eher Abkühlung bei Hitzeschlägen. Wie helft ihr denen denn? Genau, also wir haben hier eine Rettungstrage bei uns im Haus. Und damit sie dann auch erstmal runterkommen, legen wir sie dahin. Wir haben hier auch Kühlakkus im Kühlschrank, können die dann im Nacken legen, damit sie halt ein bisschen runterkommen. Kühle Getränke haben wir natürlich auch im Kühlschrank. Ja, und dann eine kleine Pause. Und wenn es dann geht, dann können Sie dann wieder ins Wasser rein. Gut, also ich weiß, wenn ich jetzt baden gehe und mir dröhnt der Kopf, dann komme ich hier wieder zu Nele und lasse mich etwas abkühlen. Ja, nun bin ich vorbereitet für meinen Strandtag und entsprechend die Abkühlung hier in am Güstrower Inselsee. Ich weiß, also viel trinken, nochmal gut eincremen und wenn ich wirklich Hilfe brauche und mir Hitze Kopf, dann gehe ich rüber zu Nele und lasse mich entsprechend dort nochmal runterfahren. Ich hoffe, Sie wissen jetzt auch, wo Sie sich in Güstrower abkühlen können und ich sage danke fürs Einschalten und ich hoffe auf nicht so allzu heiße Tage in diesem Sommer.